heftigen Schlagabtausch gibt es zurzeit beim Thema Asyl. Völlig unverständlich. Ich frage mich, wie wir Anfang der 90er Jahre einen doppelt so großen Flüchtlingsstrom bewältigt haben, als dies jetzt der Fall ist. Der Staat steht hilflos vor einem Problem, das absehbar war. Einem Problem, über das wir ständig in den Parlamenten diskutieren. Einem Problem, das nicht vom Himmel gefallen ist. Kein Mensch wünscht sich, dass sich Konflikte auf dieser Welt noch verstärken, dass die Situation in der Ukraine etwa eskaliert. Sollte dies der Fall sein, sollte Russland gegen die Ukraine Krieg führen, kann es sein, dass wir uns 1 Million Flüchtlingen gegenüberstehen. Können wir die zurückschicken? Natürlich nicht. Wir Freie Wähler haben schon sehr lange gefordert, dass wir das Flüchtlingsproblem dadurch entschärfen, dass die Dauer für die Anerkennung von Flüchtlingen auf 6 Monate reduziert wird. Dazu müssen wir das Personal beim Bundesamt für Migration in Nürnberg verstärken. Eine Forderung aus dem Jahre 2011. Und wir haben gesagt, nach den 6 Monaten müssen die Menschen arbeiten dürfen. Es ist doch positiv, wenn sie etwas beitragen wollen zum Bruttosozialprodukt, wenn sie die Kosten, die sie verursachen, auch wieder reinarbeiten wollen. Das ist doch positiv. Ich verstehe nicht, warum unsere Vorschläge nicht aufgegriffen werden. Ministerpräsident Seehofer hat in seiner Regierungserklärung nach der letzten Landtagswahl genau in dieselbe Kerbe gehauen. Passiert ist bis jetzt leider herzlich wenig.